Jo Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Schauen wir gemeinsam wieder mal, was in den Shop reinkommen wird. Und deswegen gehen wir auf den Shop drauf, denn in 40 Sekunden ist der Shop auch schon da. Falls ihr neu hier seid, lasst gerne auf jeden Fall ein Abo hier. Ihr seht auf jeden Fall jeden Tag den neuesten Shop hier auf meinem Kanal. Und jetzt gucken wir mal, was reinkommt. 3, 2, 1 und der Shop lädt. Okay, aha. Einmal ist die Treibhaustomate hier zurück. Hier dieser Tomatenskin, der ein bisschen zerfetzt ist. Hier einmal in Standard und einmal hier in Schimmer. Sehr cooler Skin. Dazu gibt es auch hier die passende rostige Pizzaschneiderhacke. Und ich habe gerade gesehen, das passende Gegenstück. Die Magenrate ist auch nochmal hier zurück. Dieser Burger hier, auch sehr nice. Ebenfalls hier Standard und einmal im Schimmer. Finde ich sehr cool. Seid ihr Team Tomate oder Team Burger? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber auch hierzu gibt es einmal die Hacke Stachelklatscher. Ja, beides sehr coole Skins. Nochmal hier zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier ein weiteres Set. Einmal mit dem Plastikpatrouille-Skin. Der hat drei Stile. Einmal grün, einmal grau und einmal rot. Und einmal noch hier Spielzeugtrooper. Ebenfalls grün, grau und rot. Sehr coole Skins. Dazu gibt es ebenfalls nochmal dieses Pack mit diesen drei Lackierungen. Sehr, sehr nice. Und das sind schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und auf jeden Fall könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Schritt seinen Creator klicken und hier den Code Deto nochmal eingeben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Machen wir auch schon direkt weiter mit den täglichen Gegenständen. Hier ist ganz vorne einmal der Dämonenschädel. Und der ist zurück nach 102 Tagen. Sehr coole Hacke. Ich zeig mal direkt den Ton. Hört sich mega nice an. Darunter gibt es hier einmal Signature-Shuffle. Cooler Tanz hier mit diesen ganzen Effekten, gefällt mir auch ganz gut. Ansonsten gibt es einmal den toxischen Sprayer nochmal. Oh, so ein Sprayer Skin ist ganz nice auf dem Rücken hier. Sein ganzes Zeug zum Sprayen und so. Oh, geht auf jeden Fall klar, der Skin ist ganz nice. Darunter gibt es einmal Hüpflama. Ja, Vorbildungs-Emote, auch ganz cool auf seinem Lama hier. Und dann gibt es noch einmal hier die Sumpfjägerin, auch die ist nochmal zurück. Günstiger Skin. Sieht ganz okay aus. Ja, geht klar. Und an letzter Stelle gibt es hier Abfeiern. Und ich finde, für 200 ist das echt ein sehr cooles Emote. Der tanzt hier, kommt sogar noch Musik dazu. Für 200 ist das echt mega nice. Und das war es auch schon mit dem gesamten Shop.